Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homefront The Revolution. So, wir sollen neue Medikamente holen für das Lazarett. Wir haben da ein paar Verwundete fabriziert, weil wir einen Aufstand... Guck mal, hier ist doch auch gleich dieser komische Punkt. Will aus deiner wird voller lebenswichtiger Vorräte sein. Bewohner von Earth sind dringend benötigt. Wenn wir sie den Leuten zukommen lassen... Alter, die haben mich doch eindeutig getroffen. ...in dieser Zone etwas Anerkennung verschaffen. Okay. Bam! Putz. Da stürmen wir jetzt einfach rein. Mal gucken, wie ich da reinkomme. Aber wir stürmen da jetzt. Da ist die Tür. Gib mir die Tür. Ich treffe den noch eindeutig im Kopf. Wie buggy ist das denn? So, eins. So, was haben wir hier noch in der Nähe? Nix. Hier haben wir noch einen PC. Kehren Sie nach Hause zurück und ignorieren Sie die Anstifter auf der Straße. Warum kann ich das nicht nehmen? Ich weiß nicht. So, den rauben wir noch aus. Danke. Den auch. Ich brauche Muni und so. Ich habe immer die Hoffnung, dass noch einer ein Dings dabei hat. Medikit. Hier noch Schönes. Ja, da haben wir ein Medikit. Aber wie kann ich das jetzt hier... So, das ist hier der Truck. Was soll ich jetzt machen, ja? Zerstöre die Kraftstoff... Ah... Okay, ich soll das sozusagen einfach wegsprengen. Hab ich das richtig verstanden? Und genau jetzt habe ich natürlich... Doch, ich habe Molotovs. Das müsste funktionieren. Hoffe ich. Wobei es regnet gerade. Irgendwie scheint es nicht zu funktionieren. Zerstöre die Kraftstofflieferung und eliminiere die in der Nähe. Ja, wie soll ich die denn zerstören? Naja, das muss ich dann später machen. Da muss ich mir dazu was kaufen. Okay, dann holen wir uns hier den Lautsprecher noch. Und dann gehen wir zur Hauptmission, dieses scheiß Lager da ausräumen, damit ich Medikamente habe. Die Leute nippeln da ab. Go, go, go! Ah, warte, ich habe eine Idee. Hier ist doch so ein toller Händler. So, komm, Brandbombe, Sprengstoff, komm, scheiß drauf, kauf mal jetzt, würde ich zwar so umsonst kriegen. Aber ich will mal gucken, ob ich das damit dann kaputt kriege. Oder nicht. Ich hab doch hier. Ja. Oh, hier sind noch Typen. Jetzt kommen die. Wo kommen die denn her? Boah, ich lade doch nach. Okay, da ist noch einer.
Ins Knie. Headshot voll ins Knie. Okay, den da oben. So. Warum kann ich das Sound eigentlich nicht aufheben? Ah, jetzt konnte ich's. Ich verstehe das nicht, warum ich das Ding hier unten nicht aufheben kann. Ah, jetzt. Toll, Netzteil. Ah, ich verstehe, was die wollen. Aber wie ich das Ding hier zerstören soll. Keine Ahnung. Wenn ihr das, wow, wenn ihr das wisst, schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ich das Ding da kaputt kriege. Wo kommt der jetzt eigentlich schon wieder her? So, ich kampe hier schon wieder die ganze Zeit an dem Ding rum. Jetzt gehen wir aber zur Hauptmission. Jetzt reicht es mir. Go, go, go. Okay, da hinten rechts. Was in Gottes Namen? Sofort. Haben wir die Dinger alle wieder neu gemacht oder wo kommen die her? Ey, cool, ihr könnt mitkommen. Okay, go, go, go. Haha, da legen sie die zusammen. Jawohl, mach den kaputt. So, und hier rechts haben wir jetzt einmal so ein Ding. Und natürlich hier drinnen die Medikamente, die brauchen wir jetzt ganz dringend. Das ist das Depot. Anscheinend ist es durch elektronische Schlösser gesichert, aber deine Freunde vom Widerstand haben Möglichkeiten, um sie zu überschreiten. Ich habe gehört, dass Ned in diesem Distrikt eine Ausrüstungsfabrik aufgebaut hat. Vielleicht können sie dir dort helfen. Sende die in ihre Position auf dein Smartphone. Nimm sie unter Beschuss! Was? Finde die Gorilla-Werkzeug zum Hacken. What? Aufgepasst! Feinde von uns! Ich soll Gorilla-Werkzeug finden, um das zu hacken. Wo soll ich das bitte finden? Go, 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 go. Erstmal weg hier. So. Boah, es läuft gerade aber echt auch wieder nicht so cool. Tut mir leid, Leute. Hey, du bist Brady, richtig? Yeah, man. Du machst hier draußen wirklich tolle Arbeit. Danke. Mir doch mal Munition. Yeah. Ach, jetzt hat er es. Hey Brady, scheinst einen Lauf zu haben. Hier, sieh dir das an. Jo, gib mir das. Das sind Hackgeräte. Wir haben sie dazu konzipiert, KVA-Systeme vorübergehend zu überschreiben. Wir haben dieses KVA-Tor aufgebaut, um sie zu testen. Frag nicht, woher wir es haben. Siehst du die Kabel, die zu diesem Terminal dort führen? Wirf einfach das Hackgerät auf das Terminal und das Tor öffnet sich. Aber das ist noch nicht alles. Drohnen und Geschütze haben dieselbe Schwäche. Wenn man sie hackt, drehen sie durch und greifen die KVA an. Ja, aber nur bis die Systeme zurückgesetzt werden, dann funktionieren sie wieder normal. Also sei vorsichtig. Okay. Nimm ein paar Hackgeräte und probier's aus. Ja, gib mir das. Wo sind denn die Hackgeräte? Nimm welche. Diese Hackgeräte überschreiben Drohnen, Sicherheitstüren, Kameras, was du willst. Ziemlich nützlich. Wirf den Hack einfach auf die Konsole. Ein Hacker. Boah, ich bin blind. Bingo. Du bist gerade in einem... In der Theorie. Wenn dir die Hacks ausgehen, kannst du jederzeit mehr bauen. Ja, in Ordnung. Geh und mach Gebrauch von ihnen. Wir sehen uns. Vielen Mann, danke. Durch mal den Rollstuhl an, ey. Mit so einem Gartenstuhl. Wie geil ist das denn?
Okay, hier geht's wieder raus. Ja, ist klar. Schieß halt durchs Laub und durch den Zaun. Und wenn ich schieße, klappt das nie. So grauenvoll. Das sehe ich genauso. Ja, wir laufen jetzt zur Mission. Und zwar schnell, da hast du recht. So, ab mal dahinter. Mal unseren tollen neuen Hack ausprobieren. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das da wegkriegen soll. Zu wissen, dass jemand bombt. Da oben ist auch noch so ein Ding. So, Diggi, jetzt machen wir hier mal den Hack weg. Hack weg. Hack weg, sonst Hack weg. Programm zählen als Verbrechen. Es erfolgt eine sofortige Sperre der Rationskarten und eine mögliche Aufnahme. Okay, da hinter dem Dings. Die Waffe ist echt kacke. Die ist viel besser. Komm hoch. So. Okay, das sind noch drei. Einer kommt. Kurz. Okay, hier haben wir noch so ein Propagandafahrzeug. Das muss ich auch noch irgendwie in die Luft jagen. Vandalismus und Unordnung sind strafbare Handlungen. Straftäter werden verhaftet. Komm hoch. Okay. Geht gar nicht kaputt. Was ist das für ein Scheiß? Nur noch den einen da hinten. Ja, hätten wir das auch geklärt. Haben wir schön die Medizin geholt. Gelände überfallen. Butz. Okay, nice. Hier spricht Ned. Ich werde dafür sorgen, dass die Vorräte bei Burnett ankommen. Wir müssen den Verwundeten dort unbedingt helfen. Aber wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Du hast Earlston wachgerüttelt und wir müssen das ausnutzen und die Polizeistation angreifen. Die Gefangenen sind unsere einzige Spur zu Walker. Du hast bewiesen, dass du was drauf hast, Brady. Ich weiß, dass du das kannst. Danke, Mann. Danke. So, das Ding hier sollen wir kaputt machen, oder was? Kriegen wir das mit so einem Sprengding hin? Na, oh, ich habe keins mehr, warum nicht? War hier nicht so ein Pistolenzeichen auf der anderen Seite, oder was? Ah, hier. Stimmt, Mann, die kann man ja bauen, sag das doch. Ist das nicht kaputt? Oh, nicht, dass das jetzt knallt. Nicht, dass das knallt, wenn es jetzt brennt. So, hätten wir das auch geklärt. Haben wir jetzt die Dings hier befreit. Dann ist jetzt die Frage, wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir jetzt der Mission weiter folgen? Oder wir gucken mal ins Handy. Oh, zwei SMS.
von Burnett. Meine Klinik benötigt alle medizinischen Vorräte, die wir kriegen können. Alles, was du findest und zu mir bringst, wird Leben retten, Burnett. Ich wollte dir einfach nur dafür danken, dass du diese Vorräte aufgetrieben hast. Selbst ein bisschen Medizin kann Großes bewirken, Burnett. Ach, jetzt auf einmal kommt er wieder an. So, wir können nämlich hier mal gucken. Abgeschlossen, aktiv. Aber was ist denn noch nicht abgeschlossen? Okay, gibt nur die eine. Nee, halt. Hier oben habe ich gerade gesehen. Wachposten, Jobs. Okay. Wir machen aber mal die Hauptmission weiter. Hoffentlich bleibt das so schön. Na, das Land ist schon am Arsch. Hoffentlich bleibt das so schön. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, mir sagen, wie ich da hochkomme. Schön mit dem Basie dagegen, genau. Aha. Wie kommen wir denn jetzt hier drüben rein? Aber damit geht das doch gar nicht auf, oder? Doch. Korrekt. So, und von hier aus komme ich, glaube ich, nämlich jetzt auch da drüben rein. Go, 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 go. Zugriff. Zugriff, Zugriff. Komme ich da jetzt rüber? Nein. Ich wollte doch da oben rein. Egal. Echt mal, hört auf den Mann. Go, go, go. Raus hier. Er schießt hinter mir. Boah, ich bin mal gespannt, ob es in der Aufnahme auch so ist, aber ich sehe es bei mir jetzt auf jeden Fall gerade ruckeln. Ich habe auch gesehen, dass es bei mir in der letzten Aufnahme zum Beispiel, also bei mir am Bildschirm hat es geruckelt, aber in der Aufnahme halt nicht. Ich bin gespannt, wie es jetzt hier ist, weil hier ruckelt es gerade, wenn ich schnell renne. Weil das ist, ihr müsst mal bedenken, das ist gerade mal das erste Viertel. Das erste Viertel, der erste Bereich. Öffentliches Eigentum verunstaltet wird verhaftet. Melden Sie jegliche kriminellen Aktivitäten den nächsten Krieg. Da gibt's noch richtig viele. Sprich in die Polizeistation ein, in dem du uns Schacht sprengst, okay? Boah, boah! Den krieg ich so nicht gekillt, verdammt! Wusste ich nicht. Scheiße. Neu. Kann ich ja nicht wissen, dass ich den nicht messern kann, den dicken. Das war ein dicker, mit dicker Panzerung. Scheiße. Ja, dann halt nochmal. Guck mal, hier steht schon der Erste. Bam! Geil, die helfen mir hier. Die Bürger helfen mir, das finde ich geil. Hey, das sind die Typen von mir. Polizeistation. Voll die krassen Maschinen hier. Achtung Bürger, gesellschaftsfeindliches Verhalten wird nicht toleriert. Kehren Sie nach Hause zurück. Ich soll das sprengen? Ah, warte, ich habe eine Idee. So, Leute.
Jetzt kommt ja mein neues Gerät zum Einsatz hier. Gucken, ob das auch so klappt. Yeah! Es funktioniert. Die Scheiße ist, ich brauche unbedingt eine neue Zweitwaffe, weil jetzt muss ich das jedes Mal wieder... Und ich kann mich nicht bewegen. Mann, ist das eine Scheiße. Jetzt muss ich jedes Mal wieder umbauen, wenn ich dann, weil die andere Waffe so wenig Damage macht. Ach, Kacke, das nervt mich. Okay, jetzt nochmal richtig. Alle Bürger aufgepasst. Den hauen wir so weg. Mist, der ist nicht rein. Er läuft nicht rein. Oh, der brennt wohl gar nicht. Wow, wow. Ich krieg die Krise. Oh, jetzt streng die mal an, Chris. Komm schon. Alter, das gibt's doch gar nicht. So, jetzt mit voll Brain und so. Also, erst wählen wir das aus. Das ist auf der 3, genau. Dann nehmen wir unsere Pumpe hier. Ist ja keine Pumpe, aber... So, den holen wir uns so. Alter, warum habe ich denn schon wieder so wenig Energie? Und warum kann der da durchschießen? Scheiß Rationskarten, könnt ihr euch sonst wohin stecken. Da, und ich kann nicht durch den Zaun schießen. Was ist das für ein Kack? So. Jetzt hau ich das Ding da weg. Beim Granatwerfer. Boah, da ist noch so dicker. Okay, der kommt da nicht rein. Aber wir kommen hier rein. Achtung, ein ziviler Störung wird tödlicher Gewalt entgegengesetzt. Achtung, ziviler Störung wird tödlicher Gewalt entgegengesetzt. So, kann ich die jetzt wieder umbauen schnell? Schnell. Okay, hat man das auch geklärt? Wird tödliche Gewalt entgegengesetzt. Achtung, ziviler Störung wird tödliche Gewalt entgegengesetzt. Weißt du, mich das interessiert? Ja, wieder neu hacken. Ja. Alter, was geht denn hier ab? Gefoltert. Brady. Sie haben alle getötet. Diese armen Bastarde. Das haben sie nicht verdient. Sie waren gute Leute. Und die Informationen über Walker sind auch verloren. Warum sollten sie so etwas machen? Wussten sie, dass wir kommen würden? Scheiße, was für ein Chaos. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür, Brady. Du hast alles in deiner Macht Stehende getan. Wenigstens haben wir jetzt Erlston auf unserer Seite. Du solltest dich auf den Weg zur U-Bahn machen. Parrish will dich sehen. Hoffentlich weiß er, was als nächstes zu tun ist. Vor allem, wie er noch mit dem Kopf gewackelt hat. Ich muss euch übrigens recht geben, ich finde es auch ein bisschen kacke, dass der Charakter nicht reden kann, aber so ist das halt bei Shootern. So, dann haben wir die Polizeistation eingenommen.
sind durch den Lüftungsschacht gekommen. Hier spricht Burnett. Das mit Nets Jungs tut mir leid. Ihr Tod verletzt alle Konventionen zur Behandlung von Gefangenen. Aber es bedeutet auch, dass dieses ganze Blutvergießen umsonst war. Wenigstens kann ich mit den Vorräten, die du mir gebracht hast, viele Leute behandeln. Sie werden keine Möglichkeit haben, dir zu danken. Darum mache ich das. Aber du solltest dich fragen, ob es das wert war. Das war es auf jeden Fall, denn das war erst der erste Schritt. So, an der Stelle machen wir erstmal einen Cut. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einen Daumen da lasst und ein paar Kommentare schreibt. Und wir sehen uns zur nächsten Folge Homefront. Bis dahin, macht's gut, euer Chris. Ciao.